Hören Sie mich? Was war die Frage? Hören Sie mich? Ich kann ja? Sie hören. Wer ist denn da? Ich bin Sarah Müller. Ich rufe von der Handelsplattform an. Sie haben bei uns registriert und ein zusätzliches Einkommen zu erzielen. Erinnern Sie sich? Ja, und da rufen Sie am Feiertag abends um 6:30 an? Ja, ich arbeite. Ja, ist das so dringend? Haben Sie keine Zeit für diese Anrufe? Na doch, ich wundere mich nur. Ist da eine Feier bei Ihnen? Ich höre da Leute singen und klatschen und reden. Rufen Sie aus einer Diskothek an? Heute ist doch Tanzverbot, wenn das der Pfarrer mitkriegt. Das sage ich meiner Frau. Hallo? Nein, was hören Sie? Party. Hören Sie? Das Tanzverbot heute ist der heilige Karfreitag. Nein, natürlich nein. Ich arbeite jetzt. Ja, was arbeiten Sie denn? Sind Sie die Hausdame oder was machen Sie da? Ich rufe von der Handelsplattform. Sie haben bei uns. Ja, welche denn? Hat die auch einen Namen? Fortix Capital. Bitte? Ist unser Unternehmen. Fortix Capital. Sie haben bei uns im Februar registriert. Und das fällt Ihnen im April dann wieder ein. Das kann ja nicht so dringend sein. Ne? Wie viel kann man denn verdienen bei Ihnen? Das reimt sich. Das muss ich mir merken. Nein, wir helfen unseren Kunden zu investieren, zu handeln und zu verdienen, natürlich. Konzentrier dich, würde Ziggy jetzt sagen. Hallo. Entschuldigung, was? Was ist denn los mit dir? Hallo. Du bist ganz verwirrt, was ist los? Hallo. Sie haben bei uns registriert. Ja, das sagst du jetzt das dritte Mal. Ich möchte Ihnen. Was möchtest du von mir? Ja, ich. Mädchen, sprich doch klar und deutlich. Ich möchte über Möglichkeiten einfach sagen, dass Sie mit uns arbeiten können, weil Sie an unserer Plattform registriert. Ich habe Ihnen. Aber warum brauchen Sie denn 2 Monate, um zurückzurufen? Das ist kein guter Kundenservice, ne? Wir rufen Ihnen, weil Sie in unserem Programm sind, weil Sie haben uns nicht antwortet und deshalb rufen wir Ihnen nochmal. Nochmal? Haben Sie schon mal angerufen? Ja. Wann denn? Ich habe Ihnen 2-mal angerufen, aber Sie haben das Handy nicht. Meerschweinchen. Ja. Genau. Und deshalb rufe ich Ihnen. Ja, ich war in letzter Zeit sehr beschäftigt. Ich habe im Garten hinten ein großes Loch gegraben, habe das mit Wolken ausgefüllt. Das hat eine ganze Weile gedauert. Ich möchte Ihnen einfach über unsere Unternehmen erzählen. Ja. Und dann, Sie können alles verstehen, für Sie passt es Ihnen das oder gut. Nein. Wir bitten unseren Kunden die Möglichkeit, auf den Weltmärkten zu investieren, zu handeln und zu verdienen. Mit den Zwergen? Und den Eisenbergen oder mit welchen? Wir handeln in verschiedenen Richtungen. Aktien, große Unternehmen, Google, Apple, Rohstoffen als Öl, Gas und so weiter und natürlich Kryptowährungen und Bitcoin. Ist Bitcoin keine Kryptowährung? Haben Sie ja, ist es auch Kryptowährung? Ach, natürlich. Weil Sie es separat aufzählen. Das ist ja vielleicht inzwischen schon was Offizielles geworden, ne?
Ja, wir sind internationale Unternehmen und wir arbeiten in verschiedenen Ländern mit unseren Kunden und so weiter. Das ist auch, Deutschland ist auch unsere Hauptopfer? Ja. Ja? Ja. Haben Sie gesagt, ich höre Ihnen nicht? Ja, die verstehst du überhaupt nicht, was ich sage. Soll ich dir mal einen guten Rat geben? Nein. Nein? Ich komme aus, ich komme aus anderem Land und jetzt woher ich kommen habe Sie denn? Einen Mann und deshalb mein Deutsch ist nicht so gut. Ihr Deutsch ist nicht so gut, weil Sie einen Mann haben? Ich habe schon gehört, in dem Moment, wo man einen Partner hat, wird man fett und doof. Also sagt zumindest die Popularwissenschaft. Können Sie das bestätigen? Ich versuche das machen und natürlich ist es sehr schlecht vielleicht jetzt, aber ich versuche mehr und mehr kommunizieren mit Deutschen. Ja? Deshalb, von wo rufen Sie denn an? Ja, ich rufe von der Handelsplattform. Wo sind Sie? Ich wurde in anderem Land geboren und Deutsch ist not in. Wo sitzen Sie jetzt gerade? Where are you located at the moment? Tut mir leid, auf Russisch kann ich es nicht. Nein, ich komme nicht aus Russland. Aber. Wo bist du? Wo ist das Callcenter? Mein Gott, bei solchen Leuten soll man Geld investieren. Jetzt befinde ich mich in Österreich und deshalb. Die haben dich reingelassen, das wundert mich. Ja? Okay, wenn Sie mich nicht verstehen, dann ich könne meinen Kollegen rufen. Nee, gib mal her den Kollegen, du verstehst gar nicht, was ich sage. Ja, okay, können Sie bitte warten? Ja. Sie werden jetzt mit. Hallo, schönen guten Tag, Meiris hier. Ja, schönen guten Abend. Guten Abend, mit wem spreche ich denn? Hier ist der Herr de Gretschow. Okay. Also wir rufen Ihnen von Handelsplattform an. Also Sie haben bei uns eine Anfrage gelassen. Das heißt, Sie haben sich registriert vor kurzem bei uns. Ungefähr, ich sage Ihnen gleich, also vor einem Monat, Sie haben sich registriert bei uns. Ja. Ist das denn richtig? Ich gehe davon aus, ich habe jetzt die Kollegin seit 10 Minuten gefragt, wie denn diese Plattform heißt, aber die hat mir nicht sagen können, wie der Name von der Firma ist. Die hat mir nicht sagen können, von wo sie anruft. Ist das ein Radioanruf gerade oder ist das Business wirklich? Schön, dass Sie das lustig finden. Als Kunde kommt man sich da veräppelt vor. Ja, genau. Sie ist neu hier, deswegen. Ja, aber die muss doch wissen, wo sie sitzen. Wo sind sie denn und wie heißt ihre Firma? Das muss man doch wissen, bevor man die Leute ans Telefon lässt. Genau, Sie haben recht. Ich glaube, sie hat die Frage nicht verstanden, ich glaube. Ja, dann dürfen Sie die aber nicht ans Telefon lassen, wenn die sowas nicht versteht. Wie soll sie denn Leute in Finanzangelegenheiten beraten, wenn sie nicht weiß, wo sie sich aufhält? Ihre erste Tag heute, sorry. Ah ja, das ist ja nicht gut, das arme Mädchen. Mhm. Jetzt sagen Sie mir doch mal, von welcher Firma Sie anrufen. Vortex Capital. Online-Plattformer, wo Sie kaufen, verkaufen können, also Krypto, eBay? Rohmaterialien, Währungen. Wie bitte? eBay? Wegen der Beschwerde? Nein. Krypto. Ach. Währungen. Ja, da habe ich mich angemeldet gehabt. Haben Sie sich nicht angemeldet da? Doch, ich erinnere mich wieder. Ach so. Okay, ich war in letzter Zeit nur sehr beschäftigt. Ach
so, ja, ich verstehe. Ja, ich habe ein großes Loch im Garten gegraben, habe das mit Wolken aufgefüllt, damit jetzt im Sommer, damit auch genug Wasser da ist im Sommer, um die Pflanzen zu gießen, ne? Ach so, ja, ja, sehr schön, gut gemacht. Da finde ich auch, ist gut geworden. Riecht nur ein bisschen komisch. Wie alt sind Sie? Bitte? Bitte? Aber bitte, ich habe Sie nicht verstanden. Ach so, wie alt sind Sie? Ich bin 81. 81? Ja. Oh, sehr schön. Und Sie? 25. Ha, das ist ja noch ganz jung. Und Sie müssen am Feiertag also arbeiten? Mhm. Das ist ja schrecklich. Genau, bei uns ist es so. Ja, ich wollte nur fragen, haben Sie Interesse daran? Also möchten Sie in der Zukunft investieren, Geld verdienen davon? Und was bieten Sie denn da an? Also, Sie haben keine Erfahrung in diesem Bereich, oder? Sie haben keine Erfahrung? Nein, ich meine Sie. Ach so, nee, ich wollte mir das mal anschauen. Mhm. Also, wenn Sie keine Erfahrungen haben, das ist kein Problem. Also, wir haben Analytiker, die sind mehr als 10 Jahren Arbeitende und Profi in diesem Bereich. Und wenn Sie möchten, die kontaktieren Sie persönlich. Und per WhatsApp oder per Telegram, per E-Mail, wo für Sie bequemer wäre. Ja, das weiß ich nicht. Was würden Sie denn da empfehlen? Also, wenn Sie keine Erfahrung haben, also bei uns Fortex Capital ist Plattform, wo Sie investieren können, also einzahlen, also handeln, danach Gewinn auszahlen. Ne? Also, wenn Sie keine Ahnung haben davon, genau. Wir haben Analytiker, die können Ihnen damit helfen. Ja. Also, Die das gut? Die machen. Ja, na klar. Das ist gut. Wie bitte? Das ist gut. Die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Wie viel kann man denn verdienen bei euch? Also das hängt von, wie viel können Sie einzahlen? Davon hängt das ab. Nee, das hängt also davon ab, was sich das bringt, ne? Weil davon würde ich das ja also schauen Sie abhängig mal. Machen. Schauen Sie mal. Es gibt 3 Beträge von Paketen. Ja? Hallo? Ja, ich warte, dass Sie was sagen. Es gibt 3 Beträge von Paketen. Mindestbetrag ist 250, Mittel ist 500, letzte ist 1000. Also, 250? Wenn Sie, also, wenn das der Chefkoch hört. Ja. 150, meine ich. Also schön etwa 250, ne? Mhm. Gut. Was habt ihr denn da für eine schreckliche Musik? Sitzt ihr in der Philharmonie in Berlin oder wo seid ihr? Wir sind in Wien. In Wien? Was machen Sie denn da? Arbeiten wir. Ach so. Ist da die Firma? Mhm. Was sagen Sie? Das weiß ich ja nicht. Das hört sich so nach Diskothek an bei Ihnen. Nein. Doch, das ist überall schreiende Menschenmusik, dann klatschen die alle. Das ist komisch, oder? Ja, wir arbeiten zusammen. Ich bin nicht alleine hier. Ach so, also so habe ich noch nie gearbeitet in meinem Leben. Also, haben Sie... Okay, meine Frage war... Ja? Haben Sie Interesse daran? Ja, natürlich. Aber wie viel Prozent bieten Sie denn an? Also, schauen Sie mal, wenn Sie 250 einzahlen können, dann dazu kriegen Sie sofort 30% Bonus dazu. 30? Also, das heißt 30. 3-0, ja? Also, das... 3-0, ja. Wenn Sie zum Beispiel 250 einzahlen können, dann kriegen Sie 30% ist also ungefähr 80 Euro dazu. Das heißt, auf Ihrem Konto wird 330. Aber ganz wichtig ist, Sie können nicht, Sie dürfen nicht diesen Bus auszahlen. Sie den dürfen Bus? Nur gewinnen. Freddy, Busbaum. Wie bitte? Bus bauen. Bus bauen? Ja. Machst du das gerne? Ja, was heißt das? Ja, ein Bus bauen. Kennst du das nicht? Das ist so wie eine Kissenburg.
Spielen Sie mit mir oder was? Bitte? Spielen Sie mit mir oder was? Was denn für ein Spiel? Ja, ich verstehe nicht. Ich merke das. Ich stelle Ihnen Fragen und Sie verstehen gar nicht, was ich sage. Ich dachte, was? Sie sind ein Profi. Sie erzählen mir was vom Bus. Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Was? Ey, was für Bus? Bonus meine ich. Ach so, ja, dann habe ich Sie nicht richtig verstanden. Das tut mir leid. Also den kann man dann, der muss da bleiben, sozusagen, ja? Sozusagen, ja. Ja, und den Gewinn, den gibt es dann einmal im Jahr, oder wie funktioniert das? Also, wenn Sie 250 einzahlen können, dann dazu kriegen Sie 30% Bonus, wie ich gesagt habe. Genau. Das heißt 80 Euro dazu, aber Sie können nicht diesen Bonus auszahlen, Sie können nur mit diesem Bonus handeln. Aber natürlich Ihre Geld, Sie können, wann Sie möchten, auszahlen. Also 250 meine ich. Ja, und dann kann man damit Geld verdienen, das kriegt man einmal im Jahr, oder wie funktioniert das? Nein, täglich. Wenn Sie, jeden Tag? Zum Beispiel mit jeden Tag, warten Sie kurz, ich muss Sie erklären. Ja. Also, jeden Tag, wenn Sie zum Beispiel mit Mindestbetrag anfangen, dann kriegen Sie von 250 Euro jeden Tag ungefähr 4 Euro. Aha. Mhm. Also mit 500 ungefähr 10 Euro. Mit 1000 ungefähr zwischen 15 und 20. Für immer oder wie funktioniert das? Immer. Das ist ja klasse, dann nehmen wir doch gleich die 1000. Das lohnt sich ja sehr. Und was kostet das? Also Sie machen das ja bestimmt nicht umsonst, ne? Ist das dann so eine Mitgliedschaftsgebühr oder? Ach so, Analytiker. Also Analytiker nimmt 10% von Ihrem Gewinn. Der nimmt was bitte? 10% von Ihrem Gewinn. Ach so, so Provisionsbasis quasi. Der arbeitet mit meinem Geld und kriegt da was für. Genau, das ist also bequem für beiden. Zum Beispiel, ja, wenn für Sie beiden? Mehr verdienen. Ah, ja. Was hat der damit zu tun? Nein, ich meine für beide. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wo investiert und für Analytiker. Ach so, ich dachte, Sie sind bei den Amerikanern gerade. Sie sind ein lustiger Kerl. Ja, wenn Sie zu mir sagen, das lohnt sich für beiden, dann sage ich, ja, was hat der damit? Das ist so eine normale Frage. Also, es ist schön, okay, dass es noch lachende Menschen gibt. Die Menschen sind heute immer alle so ernst und traurig. Das macht gar keinen Spaß mehr. Ne? Ja. Okay, was wählen Sie aus denn? Bitte? Was möchten Sie auswählen? Welcher Betrag? Wir nehmen die 1000. 1000? Das hört sich sehr gut an. Okay, welche Zahlmethode benutzen Sie denn? Ich würde das überweisen, ne? Überweisen, perfekt. Ja. Also haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nochmal was bitte? Haben Sie WhatsApp unter dieser Nummer? Nee, sowas benutze ich nicht. Das ist ein Festnetztelefon hier. Mhm. Was benutzen Sie dann? Ein Bankkonto. Wie bitte? Bankkonto. Bankkonto, ja, natürlich. Ja. Aber ich meine, also Sozialmedien. Zur Bezahlung? Ja, meine Bank. Nein, ich meine sozialen Medien. Was benutzen Sie von sozialen Medien? Ich mag das eigentlich gar nicht. Ich lese die Zeitung im Internet immer, aber solche Foren und so, das ist mir immer zu hektisch. Haben Sie E-Mail? Ja, natürlich. Also, Taube 88, ne? Genau, bei AOL ist das. Ja, AOL.com.
Genau. Ich schicke Ihnen dann gleich Bankdaten zu diesen E-Mail. Sie schicken was bitte? Und Sie können Bankdaten. Bankdaten, ja. Ja. Und Sie können überweisen. Gut. Zu diesen Bankdaten. Und wann kann das dann losgehen, zusammen so? Also, nach der Überweisung, Sie müssen mir einen Beleg davon schicken. Also, das kann ein Foto davon sein oder PDF-Datei oder ein Screenshot wird auch gut. Also, Sie können einfach zu mir antworten dazu. Was soll ich Ihnen denn beantworten? E-Mail. Was war die Frage? Ich habe es nicht verstanden. Also, ich brauche einen Beleg von Ihnen. Ja? Nach der Überweisung. Ein Einzahlungsbeleg. Also, dass Sie bezahlt. Genau, Einzahlungsbeleg. Ja, das kriegen dass wir Beweisung, hin. Dass Sie bezahlt haben. Das kann ich hier, glaube ich, das kann ich hier machen. Wenn ich das überweise, dann kann man da immer so eine Datei runterziehen. Mhm. Ja? Ja? Also, sind Sie Harald Thun, wa? Ja, ja. Mhm, perfekt. Dann schicke ich Ihnen gleich dann Bankdaten. Danach können Sie es weitermachen. Ich rufe Ihnen. Bitte? Den Rest ich rufe ihn nochmal an danach. Ja, wann denn? Ja. Also nach der Überweisung. Ich schicke Ihnen gleich Bankdaten. Ja. Mhm. Haben Sie auch nochmal Ihre Internetseite für mich? Das ist ja so lange her. Ich muss mich da ja noch anmelden dann, ne? Nein, Sie müssen nicht anmelden. Unser Analytiker macht für Ihnen alles. Ach so. Ich habe ja, damals auf See gelernt, wenn man auf einem Narwal reite, dann muss man auf das spitze Ende achten. Da kann man sich sonst wehtun. Und darum wollte ich mir das gerne vorher angucken. Das leider geht nicht. Ach so. Aber ich habe mich doch da auch registriert. Das kann ja keine geheime Seite sein, oder? Welche Seite? Na, Ihre, die von der Plattform. Wie heißt denn die nochmal? Vortex Capital. Können Sie das einmal buchstabieren? Vortex Capital. Können Sie das einmal buchstabieren, bitte? V. V wie Vogel, ja? V, O. V wie Vogel, O. R. T. Ein was war das? X. Vortex. Also schreiben Sie bitte, wie es klingt. Vortex. Na, wenn ich das schreiben soll, wie es klingt, dann würde ich es mit Friedrich schreiben. Und mit TS am Ende, aber das ist ja nicht mit richtig, Vogel. Oder? Ja, das ist nicht richtig. Können Sie mir das mit in die E-Mail reinschreiben? Oder einfach mal buchstabieren? Ja, das kann ich. Danke. Ich schicke Ihnen dann gleich Bankdaten. Oder? Ja, das ist sehr nett. Mhm. Da freue ich mich ja, dass wir da, sagen wir mal, ein Geschäft gemacht haben. Ne? Mhm. Kein Problem. Ja, ja. Ich rufe Ihnen dann später nochmal an. Ne? Ja, wann denn? Nach der Überweisung. Ach, ja, ich kann jetzt ja hier nicht den ganzen Abend am Telefon sitzen bleiben. Sie müssen mir das schon sagen. Was soll ich denn sagen? Ja, wann Sie mich anrufen wollen. Also nach der Überweisung, sag ich denn doch. Ja, gibt es da kein Zeitfenster, weil das ist jetzt ja ein Feiertag, das kommt ja nicht an heute bei Ihnen. Mhm. Das dauert ja bei der Bank. Kann jetzt hier ja nicht 3 Tage am Telefon sitzen bleiben. Okay, wie machen wir es dann? Haben Sie PayPal vielleicht? Jetzt schreiben Sie mir das rüber und ich mach das fertig. Mhm, okay, einverstanden. Das ist sehr nett. Wie lange müssen Sie denn heute noch arbeiten? Mhm. Noch zwei Stunden. So lange? Eieiei. Ja. Es tut mir leid für Sie. Ja, alles gut. Ist das eine schöne Arbeit dort? Mhm. Ja? Sehr schön. Auf Wiederhören. Bitte?
Ich habe es nicht verstanden. Auf Wiederhören, habe ich gesagt. Ach so, haben Sie das schon rausgeschickt jetzt? Nee, noch nicht. Warum Chicken nicht? Gleich. Chicken? Aber Sie können nicht gleichzeitig machen, oder? Was denn? Sie können nicht gleichzeitig mit mir telefonieren und Ihre E-Mail schicken, oder? Na doch, in der einen Hand habe ich das Telefon und mit den Augen gucke ich auf den Computer. Das ist ja wohl nicht schwierig. Sehr schön, dann warten Sie kurz bitte, ich komme gleich. Also, bleiben Sie in der Leitung bitte dann, ne? Ja, ich warte. Mhm. Und da hat er aufgelegt. Mal gucken, ob er sich wieder meldet, der Trottel. Hallo? Ja. Warum haben Sie aufgelegt? Sie haben aufgelegt. Ich habe nichts gemacht. Nein. Ach so. Haben Sie das denn jetzt rausgeschickt? Noch nicht. Was dauert denn da so lange? Ich bekomme immer noch. Ach so, ich habe keine Bankkarten. Warum unsere nicht? Finanzmanager zu mir muss schicken. Also ist gerade kein Money Mule online, ich verstehe. Da muss ja aber auch jemand vorhanden sein, sonst klappt das ja nicht. Wie bitte? Ich habe nicht verstanden. Ich sage, es muss ja auch jemand da sein, der das annehmen kann, das Geld, sonst funktioniert das ja auch nicht. Dann ist das klar, dass wir darauf nein, nein, warten nein, müssen. Nein, ich brauche nur Bankdaten. Ja. Das habe ich verstanden. Ist er denn auch da, der Finanzmensch, oder hat er heute frei? Wer? Na, der Bankmann von Ihnen. Das muss ja jemand regeln jetzt für uns. Ach so, er ist immer noch auf der Arbeit. Ja, dann was ist dann das Problem? Dann soll der das doch hergeben. Es gibt kein Problem. Ach so, das ist gut. Ja, es gibt kein Problem. Ja, mehr Schweinchen. Er schickt mir schon. Das ist nett. Mhm. Also. Wie lange machen Sie das denn da schon? Hm? Wie lange Sie dort schon arbeiten, war meine Frage. Das ist schon 7 Monate. Oh, dafür machen Sie das aber schon sehr gut. Ich dachte, Sie sind da schon lange. Nein, nur 7 Monate. Danke. Ja, gern doch. Haben Sie das gelernt? Ist das ein Ausbildungsberuf da? Oder wie läuft das? Nein. Was haben Sie denn gelernt? Jura. Bitte? Jura. Jetzt stottern Sie gerade in der Leitung sehr. Ich habe das nicht verstanden. Also, ich habe die Bankdaten bekommen. Ah, jetzt verstehe ich Sie wieder. Was haben Sie gelernt, sagten Sie? IT. Was heißt das? Informatiker, Informatikmanager. Ach, diese Computergeschichten. Also mit. Genau, ganz genau. Da können Sie mir vielleicht helfen. Mir ist bei meiner Tastatur, ne? Die ist mir gestern runtergefallen. Mhm. Und da sind ein paar Buchstaben rausgefallen. Ja. Ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich die da reinmachen muss. Ich habe noch das Q zwischen, also brauchen unter Sie der 1. Buchstaben? Ja, das wäre schon super. Also unter der 1 und der 2 ist das Q. Daneben kommt das W und da habe ich jetzt gerade 5, wo gar nichts mehr drin ist. Können Sie mir da helfen? Leider, ich kann nicht helfen. Na, Sie haben doch auch eine Tastatur da als Informatiker vorliegen. Das sieht rechts vom W kommt welcher Buchstabe. Also, ich habe Ihnen geschickt, Bankdat. Das ist gut. Wie gesagt wurde, Sie können das gleichzeitig checken. Ja, ich gucke da gleich mal rein. Aber um mein Passwort einzugeben, bräuchte ich meine Tastatur. Können Sie mir mal eben mit den Buchstaben bitte helfen? Also Sie ja. Q, dann kommt das. Ne, Sie können mir sagen, wie die Tasten auf der Tastatur sein müssen. Ich habe hier das Q, danach kommt das W und wie geht's dann weiter? E. Ja. R. Ja.
Sie? Ja? Wie viele Buchstaben haben Sie keine? Noch zwei brauchen wir. Y? Ja? U. Dankeschön. Damit haben wir es ja schon. Damit haben wir es ja schon. So viel zum Thema Österreich, ne? Dankeschön. Ja. Genau. Eben. Das habe ich lange nicht gemacht. Also, ich rufe ihn dann später nochmal an, oder? Also, ich habe keine E-Mail bekommen. Ich habe mich jetzt dank Ihrer Hilfe anmelden können. Da ist aber nichts zugestellt worden. Können Sie das nochmal überprüfen? Warten Sie kurz. Bitte? Doch, ich habe Ihnen das geschickt. Nee, hier ist aber nichts angekommen. Taube 88, ne? Ja, @aol.com. Wie viele Leute sitzen denn da bei Ihnen? Schon eine ganze Herde. Ja, viele, viele. Ja? Wie viele sind denn da so ungefähr? Warum fragen Sie das? Weil mich das interessiert. Ich höre ja, wie die da reden im Hintergrund und schreien wie die Hühner. Ich habe nicht gezählt, sorry. Sie müssen doch wissen, wie viele Kollegen Sie haben nach 7 Monaten. Also ich weiß, dass ich genug Kollegen habe, das reicht mir. Geben Sie immer so unpräzise Antworten als Informatiker? Wer bitte? Genau, und zuhören ist auch nicht Ihre Stärke, ne? Genau. Falscher Beruf, würde ich sagen, wa? Wann kommt denn jetzt die E-Mail? Ich weiß ja gar nicht, wie lange ich noch lebe. Das kann ja nicht so lange dauern. Ey, Sie sind ein Träumer. Ein was bitte? Ein Träumer? Nimmst du einfach meine Zeit. Troll. Und das brauchen Sie aber mal nicht beleidigend zu werden, ne? Verpisst du dich einfach. Ruf mich nicht mehr an. Du hast mich angerufen. Ja, komm, der Typ ist ja aber wirklich sowas von dumm. Sowas von dumm. Dass die sich das wagen, am Feiertag da abends um 19 Uhr die Leute anzurufen. Mal gucken, ob die E-Mail noch kommt. Kriegt er bestimmt auch nicht ohne Hilfe abgeschickt.